für uns hat die EFRE-Förderung auf jeden Fall ermöglicht, in neue Technologien und neue Produkte zu investieren. Schönen guten Tag, mein Name ist Bernd Kögler. Ich bin der Werksleiter des Getriebewerks der Firma Bankl in Kapfenberg. Die Firma Bankl grundsätzlich ist ja ein stark rennsportorientiertes Unternehmen, orientiert sich immer mehr in Richtung Serienfertigung. Das beste Beispiel dafür sehen wir hier in unserem Getriebewerk in Kapfenberg. Das Getriebewerk, in dem wir uns befinden, wurde 2016 errichtet unter der Zuhilfenahme der Förderungen, die uns aus dem EFRE-Fördertopf zur Verfügung gestellt wurden. Hier waren etwa 5000 Quadratmeter Land, das bebaut wurde, um diese Fertigungshalle zu errichten. Wir fertigen am Standort Getriebekomponenten und assemblieren die zu einbaufertigen Getrieben, die schlussendlich an unseren Kunden KTM geliefert werden. Also wir befinden uns hier in der Obersteiermark in einem Hochtechnologiestandort. In dem Zusammenhang war es natürlich für uns eine Freude, auch hier am Standort Arbeitsplätze zu schaffen. Das geht vom einfachen Hilfsarbeiter, der bei uns angelernt wird, bis zum Technologen, bis zum Automatisierungstechniker, der hochqualifiziert ausgebildet ist. Also generell kann man sagen, dass die Förderungen, die uns zugestanden werden, natürlich die Investitionen erleichtern und ermöglichen, neue Wege zu gehen. Ich bin froh darüber, dass es solche Einrichtungen oder solche Möglichkeiten in Österreich gibt. Ich glaube, damit ist Österreich sozusagen ein Vorreiter innerhalb der Europäischen Union.